Es geht weiter mit Dead Space und ich habe gerade ein bisschen überlegt. Wir sind hier auf einem Kriegsschiff und es ist Krieg. So, aber wie kommt es, dass hier nur ein scheiß Shop ist? Das ist total kacke gemacht. Also ich frage mich echt, wie ich das hier überleben soll. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt. Erstmal die beiden Medikits direkt nehmen. So. Das sieht nämlich ein bisschen besser aus. Wow. Und jetzt kommen direkt die ersten Viecher. Ja. Ich muss noch ein bisschen weiter. Jetzt kommen sie. Ich versuche meine Verkriecher-Taktik wieder. Denn ich möchte ein bisschen überleben hier. Ihn mal anlocken. Er hat keinen Bock, angelockt zu werden. Also ein paar werden hier auf jeden Fall hinkommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe nur, die Schnellen kommen hier nicht hin. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Ah, jetzt kommt er hier rum. Das ist so eine miese feige Ratte. Planänderung auf die Sekunde. Bah, bei ihm kriechen Würmer aus dem Hirn. Ist ja ekelhaft. Schwein. Ja, das war klar. Unsere beste Waffe ist leer. So, Stun. Ich weiß nicht, was ich da abgeschossen habe, aber es muss ab. Ah, ich habe keine Stun-Energie mehr. Kettensäge. Action, Action, Action. Und jetzt schießt er. Und gerade noch ausgewichen. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass ich hier in der Ecke bleibe und nicht noch mehr anlocke. Also, fassen wir zusammen. Wir sind ziemlich auf Ebbe, was Munition angeht. Wo kommst du denn her? Es sind mal wieder so ungeladene Gäste, mit denen keiner rechnet. Medikit Mittel, ja, perfekt. Da ist schon der erste Selbstmordmeister. Die waren am besten hier mit zu bedienen. Zwei Stück sind die tot. Okay. Den mache ich hier mit. Ja, der zweite hat irgendwie nicht getroffen. Und so weiter. Und wieder zurück. Und wieder zur Seite. Und wieder zurück. Komm schon. Pack ab. Und jetzt schießt er. Wow, ich bin gut. Ich kann es inzwischen raushören. Aber auch kann ich nicht garantieren, dass das öfters klappt. Das war gerade Zufall. Oh, ich höre wieder einen Selbstmörder. Oh, wo ist er? Der steht da hinten irgendwo. Okay, das ist gut. Aber er wird auch näher kommen. Uah. Hätte ich eher gewusst, dass man sich hier verkriechen kann, hätte ich das nur gemacht. Ja, schön für dich. Ich versuche. Ah, das ist scheiße. Ich komme nicht an meinen Dingensbumsen dran. An meine Stase-Energie. Ah, nein. Ich hasse es. Aber ich habe gerade was entdeckt, das mir wahrscheinlich ein wenig helfen wird. Ich müsste mich öfters mal so genau umschauen, wie ich es gerade nebenbei gemacht habe. Ich habe gerade noch verzweifelt versucht, an das Medikit, was da kommt, ranzurennen. Was da steht, ranzurennen. Hui, ein großes Medikit. Das kann uns auf jeden Fall weiterhelfen. So, jetzt machen wir den hier auf. So, jetzt nehmen wir nur unsere kleinen Medikits. Klein. Klein. So. Und jetzt totale Strategieänderung. Also was Medikits und so angeht. Also hier kommt zuerst der Lange. Für den Langen nehmen wir die hier. Für die Kriecher nehmen wir die Plasma-Energie. Für die... Ah, mir wurde gesagt, Lorca heißen die. Die Dinger, die diese Stacheln schießen, das sind Lorca. So, keine... Was weiß ich, wie ich die immer genannt habe. Auf jeden Fall sehen die aus wie Babyköpfe. Hat auch schon jemand mich darauf hingewiesen. Oh, so. Wo ist der Lange? Also der große, schnelle. Auf den warte ich gerade. Da, auf den da. Wo geht er diesmal lang? Hier.